Wollen wir hier auf dem Baum oder wieder da vorne bei den engen Wenn Hügeln? es hier fast besser hier ist, wäre Platz. Oder versplitten eine Ja, Kanone bleibt hier beim deswegen. Baum und eine Kanone geht auf den vorderen Hügel. Wolfram, Bist Oh, Kavallerie du? kommt auf uns zu. Ja, dann rennt halt weg. Ja. Friedhelm ist tot. Ja, weil es Ab zum nicht. Zehnten. Wo ist Oder der Drain? Wo sind ist der es? Drain, der da gefordert? Der steht hier Ich hinten. kacke Der ist ja hier so sicher. zurück. Ich übernehme mal den Drain. Ab wo geht's hin? Ich folge mal kurz zum Zehnten. Dann lass mich den Drain übernehmen. Okay, Kavallerie ist weg. Vielen Dank. Ich glaube, ich auf den Vorderhügel, weil dann ist gesplittet, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Infanterie marschiert nach links. Feindliche. Oh, die schießt auf mich. Kugel fliegen. Wo ist Wolf? Bei der ich glaube, Kanone. auf den Hügel. What the fuck? Die Kugel habe ich pfeift und kehrt. So, also Infanterie, ihr wisst Bescheid, verteilen, ne? Und wenn Feinde da sind, jetzt immer freies Feuer. Richtig episch, Wolf, wie du da plötzlich durch die Rauchwand gelaufen bist. Ja. So ist er halt. Ich hoffe, vorpasst ne, das auf seinem Video, sonst können wir es eh vergessen, wenn er es nicht drauf hat. Dann wird sein Abonnement erstmal gekündigt bei YouTube. Na gut. Oh, ich habe ihn angehittet. Au. Oh. Aha. Schaufel liegt da. Der Pumpel liegt auch da. Also, zum Schaufeln, neuer Sieg. Krieg mal mein Fernglas zu Rathorn oder gibst mir ja, ich wollte gerade machen, wo ist denn die? Das ist sehr gut, die liegt hier beim toten Vorposten. Ah ja. Kannst einmal schießen, der ist, ich bin gerade nicht da. Ich grad. Ja. Vorposten, Rathorn. Könntest du mir mitteilen? Schör. Hast du hier ja, vor der ersten Kanone. Bei Stolms Leiche. Eine... Ja, bei Stolms Leiche. Also Rathorn, ich hab dir Fernglas überlegt. So das. Da, wo sie eingeschlagen hat. Ein Stück rechts. So? Ja. Ah ja. Kurz das Fernglas und dann laden. Und wenn geladen ist, immer weglaufen, dass wir nie zwei durch die Hobbitze sterben. Wir dürfen nie zwei Leute durch die Hobbitze sterben. Was ist das für eine läppische Geschichte? Ich stand 10 Meter weg von dem scheiß Einschlag. Die haben Schrapnell. Warum dürfen die eine Haarbitze haben? Weil die es dürfen, wir dürfen es auch, aber es will ja keiner. Du Wolf, dein Gehirn. Ist Frieda eigentlich schon wieder da? Kannst du bei der anderen Nee, er ist ausgeteilt komplett. Okay, wir warten noch ein bisschen, wenn nicht, dann teilen wir einfach treu wieder. Ja, ich bin, ja, ich bin am okay, ich bin doch nicht im Kommen. Krass, wie die diese abschnetzeln. Kann ich ein bisschen mich entfernen? Oh! Bleibt also eben immer. Da hinten ist noch einer. Getötet. Wir richten komplett tot, aber wir haben zahlenmäßig mehr, das ist so krass scheiße dafür. Wir waren am Anfang auch noch mehr, aber ein Bonus muss man ja haben, wenn man gegen Nummer 4 spielt. Leute, 18 bis komplett vernichtet. Durch Nummer 4, Nummer 59. Gerade da ist er wieder, oder? Ja. Ein. Er braucht gerade drei weiter. Und wie warst du, Friedheit, ohne Internet? Wohl, weil ich habe euch noch gehört, wie ihr gesagt habt, dass ich ausgetimt bin und so weiter. Ja, die schießt nicht mehr so arg von denen. Hat die irgendwie Probleme? Der Schutz. Oh yeah! Schöner Schuss. Danke sehr. Alle nach außen gucken. Nicht mehr nachladen. Art Igel bilden. Um Feiras rum. Gut, ich hab keine Nahkampfwaffe. Willst du dein Schwert wieder haben? Nein. Außer okay. Du gerade nicht die Muskete irgendwas soll. Hinter dir, Feiras. Ah, schade, gut. Zusammenbleiben, ihr steht viel zu weit aus, oder werdet ihr abge...
Die Infanterie kommt nämlich gleich und die schießt vielleicht auch, wenn wir Glück haben. Und dann stirbt noch mal einer von denen. Sehr gut. What? Oh yeah. Muss ich doch geschießen. Ich würde sagen, meine Kanone. Letztes Mal muss ich selber parken, also machst Fortschritt. Achtung, Achtung, wieder da. Jetzt bewahren die Kanone immer weg, weil die schießt mit einer bisschen direkt rein. Oder Schuss gerade wohl. Oder einer Haubitze. Oh. Dann, da kommt was von oben. Ha. Ich habe gut. Schwert, brauche ich nicht. Hat Stolm aufgefangen? Ja. Nicht gedacht, dass sie so genau kommt. Waffe über rechts. Und diesmal haben wir das CTER da und unsere Köpfe. Und wir haben Arti. Der hinschießt. Und ein toten Korporal. Wo ist da immer so eine dicke weiße Linie von den Gegnern? Die finde ich nicht mehr. Weiß jemand, wo die ist? Ja, die ist da, wo die Kaff langläuft. Ich sehe es gerade. Die waren gerade noch im Topic. Wolf, du musst dein Studium beenden. Ist hier weiter. Die, ja, abgehen, die CTRs da weggehen, das wäre richtig. Wer will mehr Ärger? Keiner will mehr Ärger. Tragt da nicht oder Kadenzen rein? Nein. Nicht? Tja, wenn es ja, richtig wird, dann geht auch Rathorn. Bevor der Stroh hier noch die falsche Boden geht. Oh Gott, ich flieg hier aus dem Kugel. Wobei, ja, das ist ein bisschen ungezielt, der trifft jetzt nicht. Sag ich doch, der trifft jetzt nicht. Was. Muss immer ich muss jetzt schon laden, der ist schon drin, die Kadetscher. Ich hab nur versucht, erst fragen, dann. Weil ich hätte mir gedacht, dass die Charge, deswegen habe ich gleich Kadetscher reingeladen. Auf, was nächste Mal trifft er wieder, der. Da auf die Grenze. Ach Gott. Falscher Schuss. Da was? Geht der Gegner nicht schießen, während ich am Stopfen bin. Ich will hier in Ruhe stopfen. Oh, wohl. Da, wo das 10. gerade langläuft, da kommt gerade die Linie hoch. Ja, Wolle, weg. Mit diesen tollen Menschen, die mit mir dieses schöne Spiel spielen. Danke für die Zensur. Hennef war doch leider ist sie zu spät gesagt, gekommen. Oder? Ja, den werde ich auch drinnen lassen, hoffe ich. Hier, den zwei. Ist noch nicht dran, genau. Ja, den ersten weiß ich noch nicht. Ne, ich kann jetzt looten, zum Glück. Jetzt nicht mehr, vorhin schon. Okay, hab noch geschossen. Ja, es war schon zu spät, ich war schon im Zünden. Boah, der Laser schmeckt gut. Gut, dass du nach rechts gezielt hast. Ja, ich hab sowieso. Also halt irgendwie hingezielt. Damit wir nicht auf alle auf einmal geschossen werden. Ui. Hä, wo hat der Wittfall? Ja, hier ist Dauerfeuer. Ne? Wie kam der? Ja, und hier ist irgendwo ein Erdball. Du hast perfekt den Erdball getroffen. Guck dir einmal hinter den Gegner Hügel, ob da jemand ist. Ja, genau, das ist ein bisschen der Plan. Also hinter dem einen Hügel ist auf jeden Fall eine Linie. Kavallerie ist auch rechts. Also mindestens eine Linie und Kavallerie rechts. Haben wir rechts noch eine Infanterielinie von uns oder ist die alle nur links? Ja. Wir rechts auch. Ah, die sind da rechts, stimmt. Tell's me, war gerade der Schuss, kommst nach. Hey. Oh. Friedrich. Oh. Muskete. Gut, treu, kannst dann du mal. Wieder Zaubern, was du willst. Wir sind hier relativ offen. Links zum Beispiel angreifbar. Da brauchen wir vielleicht einen Zaun. Ja. Warum immer ich? Weil du der Schütze, der Nachlader ist, hat der meisten Zeit, da wo die Kanone ist. Und wo schießen die hin, da wo die Kanone ist. Greifen jetzt die Ari an, werden aber vom KK verfolgt. Ja, wir sind 14 Mal unter Zahl im Moment. Das wird nicht der größte Sieg aller Zeiten. Die letzte Inf, die wir haben, die auch im Kampf. Mit dem Angriff Steiner wird das alles wieder in Ordnung kommen. Nee, das ist nicht gut.
Aber wir sind die Letzten. Aber nicht das Letzte. Koadigadi hat einen Job und zwar Transport. Jo, kein Problem. Ist doch immer drin, oder? Jawoll, jetzt reißen wir das Ruder nochmal auf. Jetzt nur noch 27 Kills. Ja, macht ihr die Arti noch und die Arti. Geiler wäre jetzt, wenn die andere Ari schon tot wäre, dann könnten wir ja ganz geschillt alle zusammen chillen, aber... So, links kommt das KK. Wenn die Reiter ganz nah sind, werden die nicht mehr schießen, aber jetzt ein oder zwei Mal schießen wieder. Wird auch den Infanteristen empfehlen reinzugehen. Wer als von der Witze sterben könnte, ehrlich. Oh, wenn ich jetzt Hobbitze nehme, dann würde ich auch noch gehen. So ein schöner Name. Da wir nicht die Kamera machen, machen wir nach Überraschungsangriff auf die Kamera. Ja. So sieht's aus. Nein. Oh. Ich hab Karl was helfen. Vorschläge für eine Veränderung an der Artposition? Nee. Der Infanterie. An sie, ja, an sich ist die Position, die ist eigentlich gut, finde ich. Ja, aber ich wenn die restliche Armee stirbt, dann kannst du ja halt nichts machen, das ist ja dann so. Die rechte kann aber Baum sehen, die aber gar nicht. Rechts ist ein feindlicher Infanterieoffizier. Und Kavallerieoffizier. Ja, das heißt, du schießt wieder mit zwei hinter den Hügel da, dann sterben diese Leute. Hey. Also ich bin fast gestorben. Und geh jetzt mal da hinten. Fernglas? Bam! Nelson, da kommt du bis zu mir und sagt los. Du noch weißt, vorher. Ja, ja, ich baue bei dir gerade die Arti-Stellung, das macht mehr Spaß. Rote der Erdhügel. Da steht. Da kann ich tatsächlich sehen, auf was ich schieße. Ich hab's gesehen, falls gleich jemand schreit Erdhügel. Die weiße Hügel kommt oben rechts raus. Glaube ich. Ob man die schon sehen kann, weiß ich aber nicht genau. Weiter kommt auch. Wenn ihr die sehen könnt, solltet ihr die beschießen, weil das ist die ganze Zeit. Ah. Die Reiter greifen euch an, YOLO. Okay, oh nein, ich wollte mir die Muskeln schlagen. Würde ich doch leben, würde ich rückwärts auf den Befehl, wenn ich leben könnte. Gut. Doch, hilf. Rein, rein, schnell! Schieß, schieß. Kann nicht, ist ja. So, von hier aus. Ach, die Kanone ist, glaube ich, geladen. Geht aber lieber mehr. Ja. Fix. Doch, ich lebe noch. Ist drüber, Comeback. Bisschen Pampe. Jetzt sicher alle mitgenommen. Die waren schneller an, wir haben nicht Zeit gehabt. Und die greifen wieder an, die haben niemand uns unterstützt. Weil wir ja tot sind, unser Vertrauen. Lauf weg, Struber, versuch am Leben zu bleiben. Jo. Ich hab mal einen Pampe geschnappt. Hinter dir, Wolf. Ja. Nice. Oh Gott, Struber, ich fürchte. Fuck, Linie hinter uns direkt. Baby Struber gleich an. Hinter dir sind Infanteristen. Lauf, Wolf. Ach, da kommt noch eine Linie. Diese scheiß Kandel noch dazwischen, ne? Ach, schade. Ach, die da. Ach, so wohl. Ah. Ja, Buhe, ey. Mach's ja nicht. Man werden wir aufstehen lassen, die Kürassiere. Obwohl ich was. Obwohl ich immer sagen, dass man. Ja, das war jetzt gut schon, unsere Leute waren halt nicht da genug. Da. Ja, die sind gerade auf der anderen Flanke gewesen halt. Last, Fehler von unserer Seite. Wir haben das ganz klar ausgenutzt, auf jeden Fall. Falls wir doch eine Runde spielen wollen, wieder auf die alte Position gehen, dann sind wir ein bisschen defensiver. Struber, frag mal fix, ob er es auf mich abgesehen hat. Genau, er reitet immer rein, denkt erstmal Seppa töten. Er hat mich zweimal getötet jetzt in den letzten zwei Runden. Also. Ich schreibe ihn. Ich habe mich sogar mit ihm duelliert, deswegen. Er hat es doch mit Absicht gemacht. Er lebt wahrscheinlich doch, er hat sicher besseres zu uns, die jetzt zu antworten, Struber. Er lebt als Score-Leader. Das ist jetzt gerade. Deswegen schreibe ich ihn hier an, das darf nicht spielen. Er ist runtergefallen. Das ist immer noch Score-Leader. Er lebt. Das andere ist erstmal. Ja, ja, jetzt soll er zu Fuß. Oh, der kriegt seine Bandur-Auszeichnung. Jetzt ist er tot. Er wurde von einer Katze getötet. Ich glaube, das war das Fenster vom Steam, was so. Also, ja, ich denke, es ist nicht. Sicher noch eine weitere Runde, weil. Warum auch nicht? Twix mir geschrieben hat.
Ich so, Fix, hast du das gegen Vorbosken? Nein, warum? Du hast den 10-mal getötet, drauf Fix. Ich will nur in seine Videos, Smiley. wo stellen wir uns nochmal auf? Ich bin für die alte Position, aber ich bin ja nicht der, der das unbedingt entscheiden muss heute. Wer denn? Die Gegner geht auch schon wieder rechts mit ihrer Kavallerie und so. Ich hab voll keinen Bock auf ihn. Ja, ich würde sagen, machen wir mit unserer Aspariolo-Charge. Nein, die Gegner fliegen nicht so. Friedhelm, wir machen Sturmartillerie! Herr Friedhelm, was hältst du mich davon, mich eine Runde mit der Blitze schießen zu lassen? Also, wenn du mir dein Fernglas gibst, nein, kannst du machen. Dass du keine Munition mehr aufheben müsst? Ja, und kein Buttermesser hast. Ey, treu. Treu ist so. 10 Kilometer von der Ari entfernt, ich kann im Baum hocken und dann getroffen werden von der Gegner Ari. Hast du eine Muskete gedroppt? Ja. Ja. Nice. So. Ich hätte jetzt geschrieben Muskete, aber er ist zu weit weg. Du wärst auch so gestorben, weil du gerade von der Hobbitze auch noch kaputt gegangen wärst. Ja. Das geht Nummer 5 ist die Grenze, oder? Eine Leiche muss noch begraben werden. Nee, ich denke mal, sie ist. Nummer 5 ist die Arti. Eine Falle. Oh, wow, ich sehe die Linie. Bitte, bitte. Wo ist die Linie? Gut. Rechts, was weiß ganz weit fahren? Rechts. Ich sehe die Linie, aber die kommt gut. Ja, ich sehe es. Ach, Linie schon. Geht weg. Bin zu hoch. Das, wird das immer noch zur Frage, oder ist das jetzt schon? Das ist immer eine Aussage. Ja, du hast. Ich hab mal eine Frage und dann. War Ende. Entschuldige. Kann sein, dass sie zuerst ist. Oh, passt, ich will mich mal zu dir. So. Ja, einer. Richtig gefährlich, ich bin doch nicht beim Zaun. Scheiße! Ich hab den Zaun. Können wir schießen? Schieß einfach. Ja, nicht, aber. Gerade werden wir eh nicht angegriffen. Die letzte Runde kannst du nicht mehr gestraft. Kämpft nur die Kavallerie gegen die Kavallerie. Du bist dann nächste Runde geschlägt, wie es nicht gibt. Nächste Woche. Das war nicht so schlimm. Ich schreibe schon nicht mehr auf. Wir sind ja wohl wirklich der Besten mit dem von Aldi. So, jetzt können wir schießen. Es sind eben noch zwei, die rennen gerade auf uns zu. Der hat mitten im Charge eigentlich, da sind lauter Infos. Oder, sag ich mal. Ich hab ein Artikel gemacht, ich glaube, das war nicht so optimal. Portal kommt eine Linie auf euch zu, als wenn ihr noch eine Kanone bedienen könnt, müsst ihr nach vorne ausrichten. Ja, Strubbel, weil wer auch immer da noch lebt. Vorne die Kanone direkt auf dem Hügel da, kannst du hinschießen. Bis er die Kugel rausgenommen hat, hast du auch gedreht, jetzt geht die eh weg. Ja, gut. Einen. Ja, wir können doch gewinnen, wir sind nur 4 Minuten so. Boah, Rator, du bist jetzt, zeigst doch, dass du mit der Pizza auch Gott bist, oder? Gewinnen wir. Der ist reingrennt auch noch. Du hast den Eismann getötet. Kannst du. Habitat Rüchse, wie war die Taste? Die links hier, die explodiert doch, ja, glaube ich. Okay, aber es ist trotzdem ziemlich krass, da gleich noch ein Headshot. Achtung, wir werden angegriffen. Da vorne, ja. Von XD ist da besser als Sorry, weil das war ja aber keine Absicht. Ich hab Mails umgebracht. Aber nur den falschen Mails. Richtig. Oh, der Obitze ist sogar schwer. Das ist jetzt die letzte Runde, ne? Anzunehmen, er hat gemeint, um 58 ist sie zu Ende, aber ich glaube nicht, dass es so lange dauert. Ja, 48, ja. Er hat doch 58 gespielt. Start dieses Spiel nochmal. Damn. Kannst ja mal starten, aber ohne Garantie, dass es doch immer geht. Bin in. Passt mal jemand von euch bitte auf meine Schaufel auf, ich hol mal kurz die Fahne da hinten. Hauptsache Kriegsbeute. Ja, es ist Kriegsbeute. Weißt du, wie viel ich dafür bezahlt kriege? Ich kann nicht fahren, ich brauchst du keine Kriegsbeute. Leg mir die Kriegsbeute aus dem Grab. Das ist schon Fahnen inventarisiert, treu. Ja. Aber waren das Kriegsbeute? Waren das auch Militärfahnen? Das war von der Bürgerwehr. Ja, das sind also zur Grenze direkt vor euch. Ja, so. Wir haben halt nur Bürgerwehr gehabt.
10 Jahre treffen nicht. Doch, das Roller. Oder mit Hobby. Aber manche fahren, da denkst du echt so, will ich jetzt in diesem Raum atmen, wenn die in dem Raum sind? Weil die sind echt so verseucht. Ja, kann ich mir denken. Jetzt kommt die Kletterstufe. Vielleicht atmest du die auch einfach ein, die fahren. Ja, wir haben eine Fahne aufgerollt und man hat einfach gesehen, wie die da kaputt gegangen ist. Also ihr könnt euch jetzt ready machen für die Verteidigung. Aber gut, die werden eh nicht mehr benutzt. Da ist noch eine Muskete, schreiben, da ist noch eine Muskete für dich, wenn du brauchst. Ich glaub, die auf Witze kommen. Hat die Kanone gar in den Schuss geblockt? Drüber, du kannst nicht mit Klaps drüber. Deswegen habe ich auf der Antistellung geschossen. Bereit ist er da. Sehr gut. Na klar. Iron Charge. Du hast, wir haben ihre Nels getötet, die oder? Wollt heute das Ende des Krieges mit. Bleibt am Leben, weil wir brauchen die Arti doch. Haben wir gemacht das schon. Hab noch eine Fahne gefunden. Jetzt lebt noch die gegnerische Arti, also es müsst ihr, bevor der Alt hat, kommt noch ordentlich was wegschießen. Die ist sogar größer als die andere. Ach, die andere ist noch Kavallerie, ah. Wir haben noch Kavallerie auch noch. Ja, aber schießt einfach noch was weg, solange der auch nicht chargen. Vielleicht chargen die auch zusammen mit der Infanterie. Wer weiß. Haben die zweimal leichter? Wir könnten Fixer pressen. Wir könnten Fixer pressen, wenn er noch am Leben wäre, dass wir ihre Fahne haben. Schon. Geben wir die Fahne zurück, dafür zählt man keine Purple Claw. Und einfach so die Artillerie nicht angreifen. Genau, ein Nicht-Angriffspack. Wir dürfen sie abwechseln einfach. Oh, passen, da liegt noch eine Fahne. Es ist wo sind die Reiter nordöstlich von dir? Sind an der gegnerischen Stelle, wenn du, aber sonst ist da niemand, also könnt ihr auch entschieden. Aber gleich sind da noch mehr. Ach da. Ich hab mal mit der Hobbitze auf den Dach geschossen. Es ist der Astral Wolf. Jetzt solltet ihr nicht mehr schießen. Nee, ich meine, ja, die auch, aber weiter links liegt noch einer im Dreck. Oh, die Fahne ist weg. Nach links. Leider nach links? Nee, ja. So, jetzt geradeaus. Das überleben uns auch ja nie da vorne. Vorpost, wir haben immer noch zwei Fahnen. Okay, die ist vielleicht ein bisschen weit weg, aber die kriegst du. Okay. Immer geradeaus. Sollen wir noch Arti? Schein, was noch? Jetzt kannst du wieder schießen, aber die sind fast alle tot von uns. Warte kurz, schreib mich mal, ich muss davon ein Foto machen. Du musst Kills machen, Strömer, kein Foto. Ich glaube, ich habe gerade zweimal die gleiche Fahne. Also, das ist egal, von CTR, also könnt voll draufrotzen. Und es gibt gar keiner mehr. Seid ihr. Jetzt könnt ihr einfach schießen, bis der Ortschaftsbefehl kommt. Was ist mit der Kanone passiert? Warum ist das roh so weit? Kannst du noch 5 Sekunden hören. Wenn kein Ortschaftsbefehl kommt, dauert das länger wie 58 bis das hier. Und Stolpen packt das Ding so ein, da sind Kinder anwesend. Oh. Ja, ich überlege gerade, willst du etwas da jetzt sagen? Hast du eine besondere Neigung gerade, Stolpen? Bin wieder weg. Feierer, sie mussten Schuss mit der Hobbitzen. Hoch. All charge bis ausschütteln. Stolpen ist ausgerutscht mit der Maus. Boah, Struber hat noch geschossen. Nein, er hat geschossen hier! Zoom! Ich hab nicht geschossen! Nein, das kann, wenn er dich jetzt noch schnell würde, wäre fast schon mega 3. Ich hab eh nicht geschossen, der Stolpen. Die sind einer mehr, arbeitet zusammen, sprecht euch ab und gewinnt das. Wir sind einer mehr. Mit ihm arbeite ich nicht zusammen, kein Grund. Nicht zu gewinnen. Haben die Jäger irgendwelche Waffen? Die haben Schwert, das ist ja gut. Einer. War doch beide. In den Nahkampf, sag ich nicht deutsch. Autsch. Schade. Gute Arbeit, Frau Post. Ach du Scheiße. Gott schütze den Kaiser! Ich glaube, mit mir fing die Misere an. Ja, aber ich bin dann als erster Sturm, sind alle anderen Deutsche hat geworden. Schlafzüge! Ihr könnt vom Server gehen.